Ein Rundgang durch die alten Gräber. Das ist so interessant. Aber Vorsicht! Ihr könntet unerwartet mit jemandem aus der Vergangenheit zusammenstoßen. Ägypten zu besuchen ist eine unglaubliche Erfahrung. Sue erforscht die geheimen Ecken der antiken Pyramiden. Ein Licht auf ihrem Kopf ist sehr nützlich, denn in den Gräbern ist es dunkel. Oh, die Atmosphäre hier ist so dunkel. Es ist wie in diesen Filmen. Über Mumien. Wow, meine Freunde werden nicht glauben, dass es möglich ist. Ich muss so viele Bilder machen, wie ich kann. Ich bin so aufgeregt, alles anzufassen. Solchen Dingen begegnet man nicht jeden Tag. Man kann ein wenig träumen und sich vorstellen, im alten Ägypten zu sein. Ich frage mich, welche Art von Musik sie hatten. Vielleicht war es Disco? Hoffentlich geht mir auf meinem Telefon nicht der Platz aus. Wow, was für ein cooler Sarkophag. Das muss die Mumie des Pharaos selbst sein. Ich muss ein Foto machen. Es ist so dunkel hier drin, dass ich den Blitz einschalten muss. Aufnahme. Hashtag Pharao. Oh, was ist das? Der Sarkophag öffnet sich. Der Pharao mochte den hellen Blitz wohl nicht. Oh mein Gott. Hey Sue, du hast dein Telefon vergessen. Ah, das ist die Hand der Mumie. Und sie nimmt ihr das Telefon weg. Oh, das ist so unheimlich. Wo kann ich mich verstecken? Wow, das Telefon ist wieder in ihren Händen. Das war unerwartet. Das ist die Mumie aus dem Grab. Oh, das ist schön. Sue hatte das Glück, eine sehr nette und höfliche Mumie zu finden. Es könnte sogar eine Freundschaft entstehen. Um höflich zu sein, solltest du deine neue Freundin zu einem Besuch einladen. Fühl dich wie zu Hause. Was machst du da? Wir alle lieben Katzen, aber es gibt keinen Grund, sie anzubeten. Im alten Ägypten waren Katzen ein heiliges Tier, aber die Katze wusste das offensichtlich nicht. Sie ist also genauso überrascht wie Sue. Okay, okay, los geht's. Offensichtlich ist Sues Gast nach diesem kalten Grab ein wenig heiß. Es ist gut, dass es einen Ventilator gibt. Es ist noch eine Person hier. Sues Freund ist hier, um sie zu sehen. Es ist an der Zeit, ihn ihrer exotischen Freundin vorzustellen. Es ist nur, er hätte höflicher sein können. Die Mumie mag es offensichtlich nicht, wenn man sich über sie lustig macht. Ahaha! Kommst du wirklich aus der Unterwelt? Das ist doch verrückt. Tyler, komm schon. Schande über dich. Sue versucht, die unangenehme Situation in Ordnung zu bringen. Aber es klappt nicht so gut. Tyler ist aufgebracht. Verbandszeug statt Kleidung? Free. Oh, okay. Setz dich da mit deinem Blatt hin. Oh nein. Man kann sich nicht einfach über eine Mumie lustig machen und damit durchkommen. Überraschung. Das ist die Rache des Skarabäuskäfers. Hol Tyler. Oh, mich juckt alles. Ah, du hast ein... Oh, dieser Fehler wird dir gleich unter die Haut gehen. Das war eine gute Lektion für Tyler. Und er muss nicht wissen, dass es sich nur um eine Kakerlake handelt. Der Streich war ein Erfolg. Sue versucht, sich vom Stress abzulenken und schaut sich einen Film an. Über die Mumie natürlich. Und hier ist ihre neue Freundin. Ja, schau ihn dir mit mir an. Das ist der beste Teil. Kommt schon, schnappt sie alle. Rick O'Connell schneidet durch eine Menge von Mumien. Nur ihr Gast aus der Pyramide hat komische Emotionen. Das ist so grausam. Die Mumie auf der rechten Seite sieht genauso aus wie ihr Cousin. Es ist unerträglich. Er wird sie alle umbringen. So traurig. Hey, beruhige dich. Es ist doch nur ein Film. Wie kann man das einer Person aus der Vergangenheit erklären? Es ist besser, einfach auf etwas Schöneres umzusteigen. Oh, das ist Prinz Tutenstein. Wir waren Freunde, als wir Kinder waren. Wir gingen im Nil schwimmen, fingen Krokodile und bauten Sandpyramiden. Wie unerwartet. Ich habe ihn seit 1000 Jahren nicht mehr gesehen. Gut, mal sehen, welche Schönheitsroutinen moderne Mädchen haben. Diese Flaschen sind so interessant. Das sieht komisch aus und es schmeckt ekelhaft. Bäh. Im alten Ägypten waren Schönheitsprodukte viel natürlicher. Und was ist das? Es ist so weich. Und es riecht gut. Und die Farbe. Babyrosa, das ist mein Favorit. Das wird mein neues Outfit sein. Es gibt auch Blumen. Das ist so im Trend in der ägyptischen Mode. Es reicht für ein ganzes Kleid. Sue taucht mitten in der Schaffung eines neuen Erscheinungsbildes auf. Was machst du da? Das ist kein Stoff, das ist Toilettenpapier. Na und? Es ist schön, nicht wahr? Bringen wir die Mumie einfach in den Laden und suchen ihr normale Kleidung aus. So eine Kundin hat es im Laden noch nie gegeben. Seht euch all diese süßen Dinge an. Soll ich dieses Kleid nehmen? Ich muss einen Blick in den Spiegel werfen. Aber die anderen Käufer sind entsetzt. Zumindest der Spiegel ist frei. Sieht aus, als ob sich die Mumie schnell an das moderne Einkaufen gewöhnt. Das ist schön. Jetzt wird sie das Leben in der Zukunft genießen. Obwohl Kleidung auf Bügeln hängen zu lassen nicht sehr schlau ist. Diese Shorts sind sehr beliebt. Oh nein, die Käuferin steht bereits an der Kasse. Es sieht so aus, als würde dies dramatisch werden. Hoppla, ich habe meine Kleider nicht dabei.
Es ist gut, Sue in der Nähe zu haben. Lauf zur Garderobe. Ich frage mich, was Mumien zum Frühstück essen. Was für ein interessanter Kuck. Lass mich daran riechen. Hatschisch! Diese Reaktion auf Kaffee ist wirklich unerwartet. Und Sue muss das Chaos aufräumen. Denn Sand strömt buchstäblich aus ihrer Freundin heraus. Bei diesem Tempo wird sich Sues Wohnung in eine Wüste verwandeln. Sie braucht eine Schaufel und einen Eimer. Puh, fertig. Die Mumie erkundet weiterhin ihr neues Zuhause. Oh, Pflanzen! Ich sollte euch gießen und euch gleichzeitig mit Sand bedecken. Oh, okay, ich hab's. Was? Hat sie hier auch einen Sandkasten gebaut? Hier ist so viel Sand drin. Ja, Sue wird das Haus jetzt viel öfter reinigen müssen. Wo immer die Mumie hingeht, hinterlässt sie eine Spur aus Sand. Aber Sue ist nicht bereit, die Wüste zu genießen. Also geht sie direkt zur Reinigung über. Die Aussicht, an einem Sandstrand zu leben, ist nicht sehr schön. Es hat aber auch seine Vorteile. Sand ist perfekt für die Katzentoilette. Der ägyptische Gast hat eine andere interessante Angewohnheit. Sie kann sich an einen heranschleichen. Und Sue merkt nicht einmal, dass die Mumie hinter ihrem Rücken ist. Wow, schau dir all diese Trends an. Oh, sie hat ihr Telefon unbeaufsichtigt gelassen. Das ist so interessant. Wie schalte ich es ein? Warum lieben die Menschen diese Sache so sehr? Was ist, wenn... Nun, jetzt verstehe ich es. Hier ist das Gerät unserer fernen Vorfahren, die antike Tafel. Man kann die neuesten Nachrichten aus dem alten Ägypten sehen. Oh, ich glaube, Cäsar ist online. Ich werde ihm eine Hieroglyphe schicken. Oh, ich glaube, Sue kommt zurück. Hey, wofür ist diese Tonplatte? Und wo ist mein Telefon? Mumie, gibt es etwas, was du mir sagen willst? Der Gast geht unter die Dusche. Sue sollte aufpassen. Ich frage mich, was die Mumie als nächstes tun wird. Nichts allzu Schlimmes. Alles sieht ziemlich natürlich aus. Entschuldigung, ich wollte nur sicher gehen. Und jetzt muss sie ihre Kleider trocknen. Ich meine, all diese Verbände. Es gibt so viel zu tun. Sue schminkt sich. Lidschatten, Mascara, wie immer. Aber wenn die Mumie anfängt, sich zu schminken, verändern sich die Dinge. Sie trägt eine dicke Schicht Eyeliner auf. Das ist Kleopatras berühmtes Katzenauge. Ich muss es haben. Hier eine Lektion in Sachen Make-up von der Mumie. Sue ist fast fertig, sie muss nur noch das Stirnband abnehmen. Und für das Make-up der ägyptischen Mumie braucht sie eine besondere Frisur. Okay, das ist schon besser. Hey. Sue ist begeistert. Du siehst aus wie die echte Kleopatra. Jetzt können wir zu einem Kostümfest gehen. Alle tanzen, aber die Mumie hat ihren eigenen Stil. Autsch, ich kann nichts sehen. Mein Auge ist herausgefallen. Es ist okay, lass es uns reparieren. So ist es besser. Mhm. Wir können weiterhin Spaß haben. Was für ein komischer Typ. Er sieht aus wie ein Zombie. Aber die Mumie scheint ihn zu mögen. Die verstehen einander eindeutig, ohne ein Wort zu sagen. Wow, sie gehen zusammen weg. Okay, Zeit, sich gegenseitig kennenzulernen. Der Typ versucht, sich mit Feuchttüchern abzuschminken. Bald wird er wieder normal sein. Oh, sie kommen nicht aus dem Jenseits? Die Mumie ist enttäuscht. Ich dachte, ich hätte ihren Seelenverwandten gefunden. Und er ist ein einfacher alter Mann. Ägypten? Mein Heimatland? Dies ist ein Reisebüro. Wenn diese Kundin reinkommt, fühlt sich auch die Managerin wie in Ägypten. Ich will hierhin. Schickt mich hierher. Sicher, wenn Sie das sagen? Nun sehen wir uns die Führungen an. Nur ein paar Minuten. Und der Trip ist fertig. Moment mal, zuerst das Geld. Kein Bargeld. Die Mumie wird sich also von ihrem Lieblingsgold verabschieden müssen. Eine Reise für zwei Armbänder. Sie würde alles tun, um nach Hause zu kommen. Zeit, sich zu verabschieden. Sie hat sich bereits an ihre neue Freundin gewöhnt. Es ist eine Schande, dass sie gehen muss. Obwohl, warum weinen wir? Du kannst jederzeit zu Besuch kommen, nicht wahr? Sieht aus, als wäre es auch für Sue an der Zeit, eine Reise zu buchen. Und für die Besucherin aus der Antike, in ihr normales Leben zurückzukehren. Bis sie das nächste Mal aufwacht. Trautes Heim, Glück allein. Es ist schön, sich in den gemütlichen Sarkophag zu legen. Ah, zu Hause ist es am schönsten. Auch wenn ihr Zuhause ein altes Grab ist. Mit einer echten Mumie zu sprechen, ist das beängstigend oder interessant? Würdet ihr gerne eine untote Freundin haben?
Erzählt es uns in den Kommentaren. Liked dieses Video, abonniert unseren Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr keine neuen Sketche zu allem und jedem auf TumTum Select verpasst.